Liebe Zuschauer, ja, wir haben jetzt Winterzeit, ein herzliches Grüß Gott. Wussten Sie, dass es im Jahr in der Winterzeit in etwa 44.000 Skiunfälle gibt? Meistens Schulter, Knie, Hände verletzt. Und jetzt gibt es eine neue Klinik. In der Artus Klinik gibt es die Christa Kinshofer Skiklinik. Christa Kinshofer kennen Sie sicherlich, eine der berühmten Skifahrerinnen. Ist lange für Deutschland gefahren. Und jetzt schauen wir mal wirklich rein, was diese Klinik so alles an Zaubereien macht. Also bitte kommen Sie mit. Ja, Christa Kinshofer, also Sie vorzustellen, das würde ja bedeuten, Olden nach Athen zu tragen. Man kennt Sie natürlich, aber das ist ja schon eine gigantische Idee, die Sie jetzt zusammen mit Ihrem Mann, Dr. Rimbeck, geboren haben, die Christa Kinshofer Skiklinik. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, es werden etwa pro Saison circa über 40.000 Menschen verletzen sich und jeder will natürlich schnell wieder auf die Beine kommen und da seid ihr natürlich, ihr beide, ein geniales Team. Sie natürlich kennen den Wintersport, Sie kennen die Verletzungen, Sie selbst haben ja eine unglaubliche Karriere hinter sich. Wie kam die Idee zustande? Ja, die Idee kam einfach zustande, natürlich in Verbindung mit meinem Mann, und ich hatte einfach die Vision zu sagen, was können wir tun für Menschen, denen es ähnlich geht wie mir. Als Rennfahrer war ich ja oft verletzt, hatte das Glück oder den Vorteil, dass ich beste Ärzte in meiner Umgebung hatte, schnell versorgt wurde, schnell therapiert wurde. Und diese Idee war einfach, das müsste man jedem Wintersportler zukommen lassen, weil man hat natürlich auch Angst, wenn man stürzt in den Bergen, man ist allein, man liegt im Schnee, es ist kalt, man kennt niemand. Und dann kam mir die Idee mit dieser Hotline, eine Nummer, die man sich merken kann, zumindest kann ich da jemand erreichen, der mir zumindest erstmal Auskunft gibt, was kann ich jetzt tun? Und so war eben die Idee, das umzusetzen. Nun ist es ja so, dass eben gerade in Bayern haben wir natürlich auch fantastische Möglichkeiten für den Wintersport, aber wir haben natürlich auch Österreich angegliedert und meistens ja so, erstmal gibt es ja die erste Versorgung, aber viele sagen natürlich auch, da ist es jetzt wichtig, dass ich möglichst zu dem richtigen Doktor komme. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt mal rüberschwenken darf, da haben wir den richtigen Doktor, Dr. Erich Rimbeck. Sie sind natürlich eine Kapazität, Sie haben eine unglaubliche Erfahrung. Wie wichtig ist es, dass man also zu dem richtigen Arzt kommt? Das ist natürlich schon sehr wichtig, dass man mit Ärzten zu tun hat, wie meine Frau schon gesagt hat, die Erfahrung haben. Und gerade auf dem Gebiet des Wintersports gibt es natürlich auch einige spezielle Verletzungen, die einer ganz ausgezeichneten Therapie bedürfen. Trotzdem muss man sagen, es ist immer das Wichtigste, dass man vor Ort eine Erstversorgung bekommt. Insofern sehen wir uns als Partner, natürlich auch als Konkurrent, aber auch in erster Linie als Partner der erstversorgenden Klinik in den Bergen, weil es ist ganz wichtig, dort festzustellen, wie schwer ist einer verletzt, wie dringlich muss er versorgt werden. Und danach können die Weichen gestellt werden für die weitere Therapie. Und dann sehe ich uns in dieser Position einsteigen. Da muss man dann über eine gute Organisation schauen, dass die Leute zur entsprechenden Stelle kommen. Nun ist es so, Frau Kinshofer, Sie wissen ja, Sie waren sehr, sehr erfolgreich, ja, haben also einige Medaillen, und zwar die richtigen Medaillen geholt bei WMs, bei Olympiaden, Silbermedaillen. Sie waren lange im Wintersport tätig und haben richtig gekämpft, Sie haben sich wieder zurückgekämpft. Nun, die Reha ist ja ganz eine wichtige Geschichte. Und da habe ich also jetzt, ich habe mich natürlich schlau gemacht, ich habe gegoogelt, da seid ihr irgendwie schon ganz weit vorne. Ja? Weil jeder will natürlich, also der Spitzensportler sowieso, also ja. Ich denke jetzt nur an Boris Becker, den ihr Mann wieder schnell auf den Platz gebracht hat, oder die vielen Fußballer, die er wieder schnell auf den Platz gebracht hat, aber auch der Private, der Mensch, der sagt, jetzt fahre ich mal schnell das Wochenende nach Kitzbühel und fahre mal schnell ein bisschen da rum, und plötzlich ja, bricht er sich das Sprunggelenk. Mhm. Ja? Ja. Dann würde ich persönlich, wenn mir das blühen würde, ich war ja auch Patient bei ihrem Mann, ich weiß, wie gut der ist, würde ich sagen, also die Schmerzen heute noch aus, ja, und fahr zu Dr. Rimbeck, also da bleibe ich dann netto dort. Ja. Ja. Wie wichtig ist es der zeitliche Bereich? Weil da sehe ich ja die Christa Kinshofer Skiklinik, da seid ihr vorne, weil jeder will natürlich wieder schnell Fußball spielen, Tennis spielen und eben schnell wieder Skifahren. Ja. Wie wichtig ist das? Ja, da sind wir Profis natürlich schon Vorbilder. Wir sind natürlich auch sehr zäh im Umgang mit Rehabilitation. Wir haben natürlich tolle Physiotherapeuten und Sportlehrer, Diplom-Sportlehrer, aber es ist schon so, dass der Patient
Patient selbst viel tun muss. Und das ist also meine Aufgabe, die Menschen auch zu motivieren, sie mitzunehmen, sagen, du, dein Knie ist jetzt toll operiert, aber jetzt musst du Muskelaufbau machen. Und das schmerzt halt bei manchen. Also nicht, dass es schmerzt am Knie, sondern einfach in der Seele manchmal. Auch Disziplin. Ja, die Disziplin. Und da sind wir halt Vorbilder. Und da muss ich sagen, das sehe ich jetzt immer mehr in unserer Rehabilitationsabteilung, dass die Leute auch die Motivation spüren, dass sie Fortschritte machen nach ein paar Wochen, nach den Behandlungen oder nach den Operationen, dass sie schon wieder laufen können. Es gibt modernste Geräte mittlerweile, auch aus der Schwerkraft heraus, das Alter Qi zum Beispiel. Und wir bemühen uns halt immer, das Beste für den Patienten zu bringen. Aber vorbildlich sind wir Profis, weil jeder fragt, warum sind die Profis sofort wieder fit? Der wurde vor 3 Monaten operiert und jetzt gewinnt er wieder ein Rennen. Also es hat schon Sinn, weil natürlich der Profisportler von morgens bis abends in die Rehabilitation geht. Und der normale Patient, den müssen wir dazu motivieren, dass er das macht. Nun kommen wir auch mal zu Ihrer zweiten Abteilung. Sie sind natürlich eine hervorragende Motivationstrainerin. Ja? Sie können natürlich Menschen schon auch irgendwo ins Gas wieder reinbringen und sagen, also jetzt schaffen Sie das schon, weil es ist ja so, man macht kleine Schritte, man hat Schmerzen und dann jammert man und Sie bringen die Menschen einfach auch wieder in die Richtung Ziel, ja? Zielkurve. Wie wichtig ist da auch Ihre Erfahrung als Coach? Ja? Wie wichtig ist das? Ja, ich glaube, grundsätzlich bin ich ein sehr positiver Mensch. Und als Rennfahrer habe ich halt vieles erlebt und habe halt gemerkt, wenn man einen wirklichen Willen hat und einfach Zuversicht hat und auch das richtige Team an der Seite, weil das ist ja wichtig. Ich hatte tolle Trainer, tolle Ärzte, die mich natürlich auch motiviert haben, weiterzumachen und zu kämpfen. Und das Gleiche bin ich natürlich auf der Bühne, wenn ich bin. Ich merke, die Leute hören zu, die nehmen was mit nach Hause, die machen ihre Hausaufgaben dann gut. Und man muss einfach, ich finde, der Mensch braucht immer einen, der ihn mitnimmt, der ihn an der Hand führt und der einfach sagt, du, das schaffst du und das geht schon und geht nicht, gibt's nicht. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Sehr schön. Herr Dr. Rehmbeck, Sie waren einer der Ersten, der quasi mit modernen Instrumenten nicht mehr das Knie aufgeschnitten hat, sondern reingegangen ist. Ja, etwas komisch. Das hat sich ja unglaublich entwickelt, auch unter Ihrer professionellen medizinischen Weitsicht. Es gibt ja heute Operationen, da geht man kurz rein und sagt, okay, der Meniskus wackelt ein bisschen, den schweißen wir jetzt an und dann geht es dem Patienten sofort wieder gut. Wie ist diese Weiterentwicklung nun vorangegangen? Das hat sich ja in den 80er Jahren gezeigt, dass man die meisten Operationen jetzt minimalinvasiv machen wird. Dieses Minimalinvasive hat sich ja auf den gesamten Körper ausgedehnt, also auch Magenoperationen, Bauchoperationen, Kopfoperationen, Gefäßoperationen. Alles wird ja auch wahrscheinlich, wird ja heutzutage alles minimalinvasiv gemacht. Die Entwicklung geht immer weiter. Die meisten Dinge sind auch dazu geeignet, minimalinvasiv versorgt zu werden. Man geht jetzt auch daran, bestimmte Knochenbrüche durch auflösende Schrauben, sich selbst auflösende Schrauben, Platten, Nägel zu versorgen. Dahin geht die Entwicklung. Früher hat man oder aktuell muss man noch viel Metall einsetzen bei manchen Verletzungen. Heutzutage kann man mit sich auflösenden Zuckerschrauben, Eiweißschrauben arbeiten, wo dann nur noch ein Eingriff notwendig ist. Also in diese Richtung geht es. Es geht aber auch dahin in die Richtung, genau abzustimmen, was muss jetzt eigentlich operiert werden und gibt es Dinge, die vielleicht nicht operiert werden müssen. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da glauben wir durch die Erfahrung, weil sowas kannst du ja nur durch jahrelange Erfahrung entscheiden und dann zu sagen, das ist etwas, das operiere ich lieber oder das ist etwas, das operiere ich nicht. Also auch das ist ein wichtiges Thema, weil technisch können, tun wir ja immer mehr, wir könnten immer mehr tun, aber es stellt sich manchmal auch die Frage, wie sinnvoll ist es? Auch die Verantwortung des Arztes etc. Habe ich da richtig gelesen, dass Sie bereits über 30.000 solche Eingriffe persönlich machen? Ja, über 20 Jahre kommt natürlich da einiges zusammen. Wunderbar. Herr Dr. Rehmbeck, jetzt würde ich einmal sagen, wir sind hier auch in der Artus-Klinik, ihr arbeitet ja Hand in Hand integrierend. Jetzt schauen wir uns mal die Klinik an. Gerne. Gehen wir los. Gerne. Ja, Herr Dr. Rehmbeck, jetzt zeigen Sie mir doch einmal dieses, macht ja wirklich einen super Eindruck, die Klinik. Also da kriegt man richtig Lust drauf. Ja. Sie haben ja hier die Ambulanz.
Sie selbst haben ja auch eine große Praxis, gleich einen Steinwurf von hier weg in der Arabella-Straße. Ich habe ja mal über Sie jetzt gelesen, Sie sind ja auch auf allen Hochzeiten sind Sie nur dabei. Sie machen auch für EHC Red Bull, für Eishockey, da gibt es ja auch massive Verletzungen, oder? Ich habe natürlich ein super gut funktionierendes Team um mich, mhm, mit auch mittlerweile sehr erfahrenen Ärzten. Ich glaube, das ist noch Ihre Assistentin, gell? Genau. Die kenne ich noch von früher. Meine langjährige Assistentin, genau. Melanie Bayer, ja, die jetzt auch organisatorisch für die Skiklinik tätig ist. Mhm. In meiner Praxis befinden sich ansonsten noch zwei erfahrene Ärzte, einer erfahren in der Unfallchirurgie, einer, der mit mir beim Deutschen Fußballbund arbeitet, mhm, die jetzt wechselseitig an unseren verschiedenen Einsatzstandorten arbeiten und eingesetzt werden. Einer betreut den EHC, je nachdem wie halt unsere Aktivitäten jetzt gerade ausschauen. Aber insgesamt alles kontrolliert und nicht so, dass man denkt, der Tanz der fallen Hochzeiten, sondern das ist durchaus gut organisiert. Ja. Also unsere Ambulanzräume, die Sie jetzt sehen, empfangen die Patienten. Wir haben verschiedene Untersuchungszimmer, wo wir auch die jeweiligen Fachrichtungen lokalisiert haben. Ja. Sie haben ja sicher mitbekommen, dass wir auch anbieten, für jedes verletzte Gelenk einen Spezialisten vorzuhalten, sprich wir haben einen Schulterspezialisten, mhm, wir haben einen Handspezialisten, wir haben einen Wirbelsäulenspezialisten, mhm, wir haben einen Kniespezialisten und so versuchen wir die entsprechenden Themen, nachdem sie über die Ambulanz sortiert, diagnostiziert und in ihrer Schweregrad eingestuft worden sind, den entsprechenden Spezialisten zuzuleiten. Mhm. Das geht alles sehr schnell und unkompliziert. Und dafür haben wir hier unsere Räumlichkeiten. Jetzt ist es ja so, Sie sind ja auch eben in der ganzen Orthopädie, was also Knie, was Schulter etc., sind Sie ja immer zu Hause. Das heißt, es sind ja nicht nur jetzt Patienten, die aus dem Sportbereich kommen, sondern auch, wir wissen ja heute, die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. Jemand fällt von der Leiter runter und schon ist das Kniegelenk oder irgendwas lädiert. Das heißt, Sie bieten quasi schon in den Bereichen der Orthopädie im Grunde auch etwas an für, ich sage jetzt mal, nicht nur für einen Sportler, sondern auch für die anderen. Der Großteil der, ja, Patienten stammt natürlich aus dem Nicht-Sport, mhm, oder sie stammen aus sportlichen Versuchen. Ja. Aber letztendlich ist es etwas, was für jedermann geeignet ist. Ja, ja. Nun ist es ja so, Herr Dr. Rembeck, man weiß ja, Sie haben ja auch goldene Hände. Das heißt, wenn man jetzt mal so eine Untersuchung macht, kommt es ja auch darauf an, die richtigen Muskeln, Bänder und so weiter zu spüren. Das kann man ja, wie Sie zuerst schon richtig sagen, das kann man ja nur über Erfahrung hören. Aber wie wichtig ist diese Erstdiagnose? Die ist ja ganz wichtig. Also bevor man jetzt dann mal in Kernspinn reinkommt. Ja, wie wichtig ist das? Letztendlich ist es so, je länger du in dem Geschäft Medizin tätig bist, umso größer ist deine Trefferquote, wo dir ganz am Anfang schon das Gefühl sagt, das ist etwas Schweres, das ist etwas Mittleres, etwas Leichtes. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass du ein Gefühl entwickelst, wie stark jetzt einer beeinträchtigt oder verletzt ist. Dann ist natürlich die körperliche Untersuchung das A und O. Auch das kannst du letztendlich nicht lernen. Da musst du jahrelang auf dem Gebiet arbeiten. Und dann bedienst du dich erst danach der eigentlichen Diagnostik, technischen Diagnostik. Aber es ist bestimmt so, dass 3/4 der Informationen über den Zustand des Patienten du eigentlich schon vorher hast, bevor du überhaupt mit den technischen Untersuchungen anfängst. Jetzt sind wir aber auch hier in einer richtigen Hightech-Klinik. Ja. Sie haben natürlich logischerweise zwei Kernspinngeräte hier. Kernspin ist ja auch ein unglaublicher, dürfen wir da mal reingehen? Ja. Das ist ein unglaublicher Sprung gewesen in der Technologie. Da sind Firmen wie Siemens, Philips, General Electric etc. sind am Ball. Das gibt Ihnen ja schon dann Aufschluss in feinste Bereiche von Gewebe, von Muskeln und so weiter. Ist das etwas, was Ihren Beruf erleichtert oder manchmal sogar zu kompliziert macht wieder? Beides. Beides, gell? Beides. Ja. Weil die Technik ist unerschöpflich. Man hat heutzutage die Möglichkeit, über die hochauflösenden Kernspintomographien, zum Beispiel auf unserem Gebiet, kleinste Kratzer am Gelenkknorpel festzustellen. Aber du musst dann für dich entscheiden, hat es eine Bedeutung oder hat es keine Bedeutung. Und dazu musst du dann deine Erfahrung, dein Gefühl, deine
Vorinformationen, alles musst du dann zusammenwerfen in eine Schale und am Ende deine Entscheidung treffen. Mhm. Aber die Technik bringt uns natürlich schon unheimliche Vorteile. Mhm. Insbesondere im Leistungssport oder im professionellen Sport sind wir da natürlich in der Lage, kleinste Strukturveränderungen, Verletzungen wahrzunehmen. Und gerade im professionellen Sport kommt ja jeden Montag die Frage, wann geht's wieder? Wann kann er wieder trainieren? Wann kann er wieder spielen? Und dazu hilft dir diese hochtechnische Untersuchung natürlich schon sehr weiter. Mhm. Nun weiß man ja, vor einigen Jahren, Sie können sich wahrscheinlich auch erinnern, hat das Magazin Stern mal einen Leitartikel gebracht, Knie heilt nie. Also bei Knie kann man natürlich auch wahnsinnig werden. Also ich hatte selbst mal was mit Ministus, man glaubt gar nicht, wie das Knie wichtig ist für die Menschen oder auch der Ellenbogen oder Sprunggelenk. Ja? Da kann man natürlich auch viel verkehrt machen, ja, bei Knie. Ja? Das ist richtig. Also es ist so, dass Knie und Fuß natürlich viel, viel mehr die Menschen beeinträchtigen als jetzt Ellbogen oder Schulter. Weil da steht man drauf, da geht man drauf, man muss jeden Tag so und so viel 100 Kilo vor sich herschleppen. Und wenn das Knie nicht in Ordnung ist, dann merkt man das jede Stunde, die man sich bewegen will, dass da was nicht stimmt. Im Gegensatz jetzt zum Ellbogen. Mhm. Es ist so, dass es gibt bestimmte Verletzungen in einem Gelenk, die kannst du heutzutage nur reparieren. Du kannst sie oftmals nicht wieder so herstellen, wie es ist. Und dann ist es letztendlich wie ein Gebrauchtwagen, ein unfallträchtiger Gebrauchtwagen. Der ist zwar wieder super gut hergestellt, aber es bleibt irgendetwas zurück, was sich 2, 3 Jahre später oder auch 5 Jahre später oder auch schon früher wieder auswirkt. Deswegen eben diese von mir vorher gesagte Aussage, man muss sich genau überlegen, was können wir, was sind wir in der Lage zu leisten. Wir haben da eine sehr, sehr hohe Verantwortung zu entscheiden, operiere ich den, mache ich den vielleicht kurzzeitig für ein halbes Jahr besser und nach einem halben Jahr steht er dann schlechter da wie vorher. Das ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Entscheidung, aber auch es ist eine sehr schwierige, ist eigentlich die schwierigste Entscheidung überhaupt, die wir treffen müssen. Nun ist es so, es gibt natürlich auch, gerade wenn man älter wird, gibt es ja auch Kalkablagerungen in den Gelenken, die ja sehr, sehr schmerzhaft sind. Da hilft ja dann auch oftmals wirklich nur noch eine Operation. Das wäre mein Übergang. Ich meine, Sie sind ja sehr lange auch pro Tag oder pro Woche im OP-Saal. Ja? Beschreiben Sie doch mal die Tätigkeit, wenn Sie operieren. Also ich meine, Sie, erstmal haben Sie ja sich einen renommierten Namen erarbeitet in dieser ganzen Szene der Operateure. Aber auf der anderen Seite müssen Sie es ja dann auch machen. Ja? Und man hört, ja, da gehen wir zum Rimbeck oder da gehen wir zu dem anderen oder da gehen wir zu dem Kollegen. Aber schlussendlich kommt es ja auch darauf an, dass Sie dann dem Patienten, wenn Sie schon sich so einen Namen erarbeitet haben über viele Jahrzehnte, dass Sie ihm auch helfen. Und manchmal ist es ja so, wo man sagt, wir haben in unserem niedergelassenen Bereich oder in unserem belegärztlichen Bereich, wie wir sind, das heißt, wir haben eine Praxis und wir operieren, wir haben den unendlichen Vorteil, dass wir die Leute sehr gut kennen, die meisten sehr gut kennen. Also die Patienten. Die Patienten, ja. Im Gegensatz jetzt zu größeren Kliniken, wo du zu einer Operation hinüberwiesen wirst, da siehst du deinen Operateur manchmal erst im OP, manchmal siehst du ihn gar nicht. Aber in den meisten Fällen haben wir eine viel, viel engere Beziehung zu unseren Patienten, dass wir natürlich, wenn wir eine OP antreten, alles in unserem Hinterkopf haben. Ja? Das heißt, da geht einem die ganze Geschichte auf, da kommen diese Überlegungen, wie weit kann ich mich vorwagen als Operateur, was versuche ich für ihn Gutes zu tun, halte ich mich vielleicht lieber aus langfristigen Überlegungen etwas zurück. Auf alle Fälle, in diesen Momenten vor der Operation läuft dieser Film für jeden individuell ab. Und Sie besprechen das natürlich auch mit dem Patienten? Das also macht man schon vorher. Der weiß genau, was ihn erwartet? Das ist ja Pflicht, dass man das bespricht vorher. Und das macht man im Allgemeinen ja mindestens einen Tag vorher. Und man hofft, die Patienten so aufzuklären, dass sie das alles verstanden haben. Aber für den Operateur selbst läuft dann dieser Film unmittelbar vor dieser OP für jeden Patienten nochmal ab, weil sie mich nach der Tätigkeit des Operateurs gefragt haben. Ja. Dadurch
ist natürlich im Prinzip eine Operation nicht nur aus der eigentlichen Operation bestehend, sondern da gibt es schon was zu denken vorher und auch zu denken nachher. Wie geht es weiter? Aus welchem Umfeld kommt er? Wie kann ich den jetzt fordern in der Reha? Was hat der Mensch Zeit? Ja? Was hat er für einen Beruf? Also das sind alles Überlegungen, die man zusammen mit einfließen lassen muss. Lassen Sie mich noch zu einem wichtigen Punkt kommen. Also ich bin ja Amateur in dem Sinne, aber ich bin da schon interessiert. Es gibt ja auch jetzt die Ersatzteilmedizin. Ja? Also man kann heute Kliegelenke reintun, Schultern, Hüften sowieso. Hüften ist ein genialer Sprung. Aber schlussendlich, Medizin ist ja nie 100%. Also das kann man nicht sagen, sie ist an 100% wieder der gleiche. Gerade wenn es eben ältere Menschen betrifft. Ja, also da gibt es ja auch Kollegen von Ihnen, die sich dann an etwas heranwagen, was sie sagen, ich helfe dem Patienten zwar, aber dann ist zum Schluss schlimmer, ja, weil eben die Patientin oder der Patient einfach nicht mehr so richtig, früher konnte er nur ein bisschen gehen, jetzt kann er nicht mehr gehen, jetzt braucht er so einen Roller und so. Wie stehen Sie zu dieser Ersatzteilmedizin? Es ist eine geniale Erfindung. Es ist etwas, was für die Menschen, die es wirklich brauchen, eine unwahrscheinliche Bereicherung ihrer Lebensqualität darstellt. Aber auch da gibt es eben Aber. Man muss sich genau überlegen, wer ist ein Kandidat, wer ist so vorgeschädigt, dass er davon richtig profitiert. Diese Abwägung gilt es ebenso sehr gründlich zu machen. Ich stehe der Ersatzteilmedizin natürlich sehr, sehr positiv gegenüber, weil ich zum einen weiß, wie viele Leute, die es wirklich brauchen, davon profitieren. Zweitens, was heutzutage möglich ist, was die Leute mit diesen Ersatzteilen wieder alles machen können. Auch das hat sich ja gigantisch alles verbessert. Aber ich habe das Aber und den erhebenden Finger, überlegt euch genau, ob ihr so weit seid. Und wenn ihr so weit seid, dann geht es zu den richtigen Leuten, die Erfahrung haben. Da braucht man schon eine operative, erstmal braucht man einen Plan, ja, und vor allem, da muss schon der Operateur das auch können. Ja, ja, so ist es ja überall. Also überall soll jemand sein Handwerk verstehen, egal was er macht, ob er was Großes macht, was Kleines macht, was Operatives, was nicht Operatives. Ja. Das ist ja immer Voraussetzung. Ja. Ja. Aber ich wollte nur noch mal sagen, es ist heutzutage einfach für die Ersatzteiloperierten, also für die jetzt ein künstliches Knie, eine künstliche Hüfte hat, ist es ja möglich, viele, viele sportliche Aktivitäten wieder zu machen. Zum Beispiel ist es ja für einen, der eine künstliche Hüfte hat, gar kein Thema. Sehr wohl kann der wieder Skifahren nach so etwas oder mit einem künstlichen Knie. Man kann natürlich nicht wieder alles machen, aber es ist heutzutage schon eine tolle Entwicklung, die da eingetreten ist. Und insofern muss man diese Dinge schon respektieren und Hochachtung dafür. Vor allen Dingen, der Schmerz ist weg. Also gerade bei Hüfte, so nebenbei, weil das ist ja unglaublich. Die Menschen nehmen ja dann erstmal über Jahre Schmerztabletten und plötzlich ist der weg. Also das ist schon fantastisch. Lassen Sie uns wieder zurückkommen zur Christa Kindshofer Skiklinik. Jetzt eine ganz blöde Frage, ich sage es mal bayerisch, was macht sie im Sommer? Eine Skiklinik ist letztendlich ein Ganzjahresprojekt, auch wenn man es nicht glauben will. Es gibt natürlich viele einfache Probleme im Skisport, die sind auch 14 Tage ausgeheilt. Es gibt aber auch Dinge, die dauern mindestens ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr. Ein Kreuzbandriss dauert letztendlich ein halbes Jahr, bis man wieder voll sportfähig ist. Ein Schienbeinkopfbruch dauert vielleicht ein Jahr. Also letztendlich ist natürlich, wenn die Lifte zugesperrt werden, wenn die letzten Operationen, sage ich jetzt mal, im Juni, Juli aus dem Winter durchgeführt worden sind, gibt es ein unendliches Thema Rehabilitation, Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit, was ich davon ausgehe, dass den ganzen Sommer und Herbst dauert. Und dann gibt es aber auch schon wieder das Thema Prävention. Ja, einer, der jetzt einmal was Schweres hatte oder einer, der ein künstliches Knie hat oder eine künstliche Hüfte hat und uns fragt, kann ich denn eigentlich Skifahren? Der muss vielleicht ein bisschen vorbereitet werden. Da gibt es ja spezielle Maßnahmen, die wir ergreifen unter dem Aspekt Prävention. Damit sind wir das ganze Jahr beschäftigt. Jetzt muss man sagen, also ich kenne natürlich Christa Kindshofer schon sehr, sehr lange. Sie ist ja auch mit ihren Büchern unterwegs. Sie gibt ja Tipps. Die ist schon eine Frau, die einfach auch Kraft geben kann. Inwieweit infiziert sie das denn auch persönlich, wo Sie sagen, Mensch, jetzt habe ich eine Frau, die also so richtig auch Leute motivieren kann. Das ist ja auch für die anderen Patienten gut, das ist nicht nur für die Skifahrer. Ja, klar. Also
um es auch auf gut bayerisch zu antworten, sie ist schon ein wilder Hund, ja, genau, sage ich jetzt mal. Ja. Sie hat eine Art, wo sie nie aufgibt. Das ist ja das typische Leistungssportler-Syndrom, sage ich jetzt aber mal. Aber das kann ja auch einem normalen anderen Patienten helfen. Ja, eben, das ist es ja. Das ist dieses Leistungssportler-Syndrom. Nie aufgeben, immer positiv, immer sich selber anschieben, immer nachfragen, immer weiter. Und mich persönlich motiviert sie natürlich in der Weise, dass ich sage, das mache ich einfach noch mit ihr. Mhm. Wobei wir in bestimmten Dingen natürlich uns sehr ähnlich sind. Mhm. Aber das ist etwas, was, glaube ich, allen hier gut zugute kommt, weil sie hat ihre Geschichte, sie hat ihre Vergangenheit, man weiß. Und sie hatte Aufs und Abs, sie hat auch richtige Niederlagen gehabt. Und aus dem hat sie ja in den Büchern darüber geschrieben, wie sie das gemacht hat, da wieder aufzustehen. Ja. Und das kann sich letztendlich jeder zum Vorbild machen und nachmachen, weil jeder, der jetzt einen Unfall hat, jeder, der aus seinem Beruf rausgerissen wird, zunächst überlegt, ja, wie soll das jetzt gehen, was mache ich mit meiner Firma, was mache ich mit meinem Arbeitsplatz, ja, was mache ich mit meiner Arbeit, die liegen bleibt, der ist letztendlich in der gleichen Situation, dass er sagt, ich kann mich nicht hängen lassen, ich muss mir jetzt da reinhängen, ja, und ich glaube, da kann man profitieren. Ja. Und wir versuchen halt, unser anderes Thema ist ja auch professionelle Medizin für jedermann. Mhm. Wir versuchen natürlich dadurch, dass wir das von Anfang bis Ende so handhaben, sprich schnelle Diagnostik, Samstag, Sonntag. Wir haben unsere Skiklinik immer Samstag und Sonntag besetzt, personell. Und Sie haben den Notruf auch, man kann anrufen. Genau, wir haben unsere Hotline-Nummer 0176 2000 2000. Das ist eine Nummer, die hast du einmal gehört, die vergisst du nie mehr. Wir machen Samstag wie Sonntag Kernspinnuntersuchungen, was ja auch sehr wichtig ist. Dass man gleich weiß, was Sache ist. Ja, dass du bereits am Samstag deine Therapie einleiten kannst. Das ist das eine schnelle Diagnose, ein schneller Beginn, wie im Leistungssport. Und wir bieten den Leuten dann auch in der Reha ebenso das Gleiche an, Samstag wie Sonntag. Manche haben jetzt auch nur Samstag oder Sonntag Zeit. Auch denen versuchen wir, Pakete anzubieten, damit sie möglichst schnell wieder auf die Beine kommen. Und das ist dann auch ein Teil der Selbstmotivation, weil nichts ist so ermüdend und so demotivierend, als wie nicht zu wissen, wie geht es weiter. Ja. Oder tagelang auf einen Termin zu warten. Und immer oder mit zweimal in der Woche mit dem Schicksal zu hadern. Zweimal in der Woche zur Krankengymnastik zu gehen und dazwischen zu überlegen. Also ist es besser, ich bin aktiv, ich mache jeden Tag was, ich mache Samstag was, ich mache Sonntag was. Das ist auch ein wichtiger Teil der Motivation. Ja. Und das sind Dinge, die Christa immer wieder einbringt, immer wieder mit den Leuten auch bespricht. Mhm. Und ich glaube, das hilft uns allen sehr weiter. Ja. Herr Dr. Rimbeck, der Professor Habermeyer ist ein Schulterspezialist, international auch anerkannt, großer Operateur auch. Jetzt würde ich gerne sagen, führen Sie mich mal zu ihm, dann gehen wir mal in OP an. Alles klar. Okay. Herr Professor, Sie haben jetzt die Athos-Klinik nach München gebracht. Sie gibt es ja in Heidelberg. Sehr guter Ruf. Sie sind Orthopäde, Sie sind Unfallchirurg, Sie sind der Chef des Hauses. Sagen Sie mir doch mal, für was steht die Athos-Klinik? Die Athos-Klinik steht für spezielle Orthopädie. Also wir sind ein Haus, das eben nicht alles, wo jeder alles macht, sondern wo jeder sein Spezialgebiet macht. Zum Beispiel der Dr. Rembeck ist unser Sporttraumatologe, der ist der Topmann im Bereich Sportverletzungen. Ich selber mache die Schultern, mache Ellbogen. Wir haben Spezialisten für die Hüfte, wir haben Spezialisten für Fuß und so weiter. Auch für Wirbelsäule? Sodass auch die Wirbelsäule wird jetzt besetzt zum 1. März. Mhm. Und aus dem Grund kann jeder sozusagen auf seinem Niveau Spitzenmedizin anbieten, der ist er richtig spezialisiert, aber er hat eben nicht die ganze Breite, das kann heute keiner abdecken. Nun fällt mir als Münchner auf, dass die Athos-Klinik sehr konservativ arbeitet. Es gibt ja gerade in der Medizin, die Menschen werden alle älter, die Menschen sagen, oh, der hat einen guten Namen, der hat einen guten Namen, aber man merkt hier ist die Medizin zu Hause, hier ist sie verwurzelt.
Wie wichtig ist es gerade in Ihrem Beruf so der Eid des Hippokrates? Wie wichtig ist der? Also das ist für uns ganz wichtig. Gut, dass Sie das so ansprechen, weil so empfinden wir es nämlich. Medizin ist kein Showgeschäft. Medizin ist etwas, was einfach nur, wo nur der Patient im Mittelpunkt steht. Der Patient will keine Show, der will einfach den Arzt, der ihm zuhört. Der will einen Arzt, der was kann und der auch eine gewisse Leidenschaft hat für seinen Beruf. Und das, glaube ich, bringen wir Ärzte hier schon mit. Und insofern ist diese reine Arzttätigkeit, das Konservative, was Sie so beschreiben, eigentlich genau das, was uns kennzeichnet. Keine Publicity groß nach außen, sondern einfach die Arbeit machen, da sein für den Patienten, sich drum kümmern und alles eben aus einer Hand. Es ist hier der Patient, den kommt, den sehe ich, wenn er zum ersten Mal zur Tür reinkommt, den untersuche ich, den operiere ich, den behandle ich nach. Insofern ist es eine Kontinuität auch in der Behandlung. Nun merkt man hier, hier sind ja fantastische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterwegs. Wie wichtig ist das Team bei so einer Klinik? Wie wichtig ist das? Ja, das Team ist entscheidend. Das ist wie beim Fußball. Eine Mannschaft, die nur aus ein paar Einzelstars besteht, die bringt nichts. Sondern wir brauchen immer ein Team. Das heißt, unsere Leute im OP sind speziell geschult. Die machen das leidenschaftlich, genauso die Pflege. Die Schwestern bei uns sind wirklich besonders ausgesucht, geschult und die machen das einfach mit einer Hingabe zum Patienten. Das ist ja, es ist auch hier so, dass wir einen relativ guten Personalschlüssel haben. Die Patienten werden nicht sozusagen auf die Wartebank geschoben, sondern wenn die Leute kommen, kommt auch jemand und dann kriegt der Patient auch seine Verpflegung. Da muss man sagen, die Vorgängerklinik ist ja leider eben nicht so gut geendet. Ja. Sie haben das richtig hinbekommen, dass es eben einfach auch bei dem Menschen in dieser exponierten Lage, in der sie sich befinden in München, dass die Leute sagen, aha, das ist was Neues. Die Artus-Klinik ist jetzt in München eingezogen. Ich glaube, das war auch wichtig, dass man da einen sauberen Schnitt gemacht hat. Ja, also das war für uns wichtig, dass wir vom Image her bei Null anfangen. Wir haben einen Neustart gemacht und wir haben einfach darauf gesetzt, dass wir haben keine alten Ärzte mehr und hier ist eine ganz neue Truppe aufgezogen und das sind eben, wie ich schon gesagt habe, spezialisierte Orthopäden, die einfach dieses Spezialistentum mitbringen und insofern sind wir auch ein bisschen breiter aufgestellt. Dort in der früheren Klinik gab es hier nur Knie und Wirbelsäule. Hier heute können wir von oben, von Kopf bis zur Sohle alles behandeln. Sie sind gleich wieder im OP. Sie sind ein anerkannter, weltweit anerkannter Schulterspezialist. Man glaubt ja gar nicht, wie kompliziert die Schulter ist. Und wir Menschen werden ja alle älter. Wir leben ja manchmal auch ein bisschen unvernünftig. Es gibt Ablagerungen in den ganzen Bereichen. Das, sagen wir mal, die Palette für Schulter, Diagnose für Schulter, Verletzungen für Schulter, Krankheiten, die ist ja unglaublich breit. Ja, also das geht, das ist richtig. Sie sagen, gerade speziell im Alter ist halt der Verschleiß, der einfach da ist. Den kann man letztlich nicht aufhalten. Und das sind eben vor allen Dingen die Rotatormanschette, die Sehnen, die da kaputt gehen, die wir heute alle arthroskopisch versorgen können, arthroskopisch nähen, also minimal invasiv, bis hin zur Prothese, wenn die Leute einfach ihre Arthrose in der Schulter haben und dann künstliches Gelenk brauchen. Und da gibt es heute eben nicht mehr so große Hüftgelenke, die man früher eingebaut hat, sondern das sind alles Mini-Implantate, wo man den Patienten einfach sehr schonend behandeln kann. Herr Professor, Sie müssen wieder in OP. Mhm. Sie machen jetzt sicherlich eine tolle OP gleich mit dem Patienten. Mal schauen. Ja. Und noch ein kurzer Hinweis, Sie haben jetzt quasi die Christa Kinshofer Skiklinik hier. Das ist ja ein ganz neuer Weg, den Sie hier gehen. Wie haben Sie das aufgenommen? Also von dem Konzept bin ich absolut begeistert, weil ich das einfach aus jahrelanger Erfahrung immer mitgekriegt habe, dass der Patient, der irgendwo im Skiort verunglückt, entweder sofort, ich sag mal, operiert wird, ob es braucht oder nicht. Und dann eben hier in München sozusagen wieder in
schauen muss, wo er seinen Operateur findet oder seine Weiterbehandlung. Wir haben hier jetzt das Zentrum mit dem Dr. Rembeck und mit der Frau Kinshofer, die eben auch für das ganze Konzept steht, auch was die Rehabilitation angeht. Und insofern glaube ich, dass das ein absoluter Bedarf ist, dass wir uns um diese Gruppe der Skiverletzungen speziell kümmern, weil hier einfach, ich denke mal, ein sinnvoller Bedarf besteht. Vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen eine gute OP. Ja, danke schön. Danke, Professor. Danke schön. Ja, Herr Dr. Rembeck, es ist eine fantastische Klinik, aber man hat nicht das Gefühl, dass man in einem Krankenhaus ist. Ja? Die Zuschauer können es logischerweise nicht riechen, aber das ist ja auch wichtig, die Atmosphäre für den Patienten. Aber ich wollte Sie gerne mal befragen, und zwar, es gibt ja diese Maschine, ich glaube, die hat nur der FC Bayern München, und ich glaube, diese Klinik, ja, die Alter-G, was ist das genau? Alter-G ist ein hochmodernes Gerät aus der Rehabilitation. Damit sind wir in der Lage, die Krückenphasen zu verkürzen bzw. ganz abzuschaffen. Das heißt, nach Operationen müssen Patienten oftmals viele, viele Wochen an Krücken gehen, können nicht mehr gescheit belasten, müssen dann erst wieder lernen zu gehen. Dazu haben wir eine Maschine, Alter-G, Alternative zu G wie Schwerkraft. Und damit sind wir in der Lage, die Patienten sehr früh auf einem Laufband gehen und laufen zu lassen. Und diese Maschine hebt den Patienten durch ein Überdrucksystem nach oben, lässt ihm die Möglichkeit zu gehen und zu laufen. Aber wir können auf das Kilo genau einstellen, mit wie viel der Patient belastet. Das heißt, theoretisch ist man in der Lage, eine Woche nach einer zum Beispiel Knorpeloperation, wo man normalerweise 8 Wochen mit Krücken gehen muss, kann man eine Woche später mit dieser Maschine schon gehen, ohne Krücken und laufen. Und die Maschine setzt den Fuß genau mit der vorgegebenen, von uns eingestellten Kraft auf den Boden. Und wie muss man sich das vorstellen? Der Patient muss natürlich dann hierher kommen. Also das kann man nicht. Der Patient muss herkommen, ja. Die Maschine zu ihm zu transportieren, ist ein bisschen aufwendig. Ja. Aber er muss kommen. Er kommt halt mit Sportkleidung und stellt sich in diese Maschine, wird von den Sportlehrern betreut. Die geben entsprechend unseren Angaben exakt die Belastung ein. Und dann wird eine bestimmte Zeit, 15 Minuten, 10 Minuten, läuft der Patient in seinem Sporttrikot mit seinem operierten Bein, bis wir es wieder beenden. Christa Kinshofer, man weiß ja, alles, was Sie so anfangen, ja, das ziehen Sie auch durch. Ja. Jetzt, wie sind denn so Ihre Erwartungen von der Skiklinik? Wie sind so die Pläne? Ja, die große Freude wäre natürlich, wenn sie angenommen wird und wenn man die Patienten bestens behandeln kann. Und wie gesagt, es gibt über 40.000 Patienten, Wintersportpatienten pro Jahr in Deutschland alleine. Und ich weiß eben, es wird viel bei mir angerufen, privat noch, mir ist was passiert, ich habe mich verletzt, ich liege im Schnee, ich habe Angst, wo soll ich hingehen, was machen wir? Also ich finde es halt toll, wenn man wenigstens weiß, man kann jemanden anrufen, man ist jetzt eine Hilfeleistung, man weiß, es gibt hier ein Zentrum, wo ich als erstes gleich mal informiert werde, was passiert. Und ich hoffe natürlich, dass es angenommen wird, dass die Menschen keine Scheu haben, dass sie an unsere Spezialisten glauben und einfach auch an die Klinik selbst. Und ja, das ist natürlich mein großes Ziel. Nun sind Sie sicherlich auch bestens vernetzt, aber würde das auch Sinn machen, dass Sie in den Wintersportorten auch diese Klinik repräsentieren, sie präsentieren, vorstellen in Hotels etc.? So wie ich Sie kenne, ist das sicherlich auch ein Thema, oder? Ja, natürlich. Wir werden das natürlich auch in gewissermaßen angehen. Und wie gesagt, der Ballungsraum München ist ja groß und es gibt schon heute Interessenten, Skigebiete, die sich interessieren, Hotels, die sich sehr interessieren, um eben den Patienten oder eben auch den Hotel, den Gästen etwas anzubieten. Und da gibt es sicher eine Einheit irgendwann. Jetzt stellen wir das ja ganz spannend vor. Sie sind quasi jetzt Partner auch, ja? Ja. Nicht nur Ehepartner. Ja. Sie wachen in der Früh auf und dann sagen, wie geht es denn dem Patienten? Kannst du da was machen? Gibt es solche Dialoge bei euch? Ich bin immer ein bisschen neugierig, weil man natürlich Sorgen mache, wie geht es dem Patienten, ja. Aber mein Mann ist Arzt, Arztgeheimnis, das erfahre ich natürlich nicht, aber das ist auch so richtig. Es ist ein medizinisches Projekt, ein sehr hochwertiges, sehr wertiges und da muss man natürlich auch das sehr respektieren, aber ich kümmere mich natürlich schon gern um die Patienten und ich hoffe natürlich, dass sie zufrieden sind.
Unser beides Thema, wir sind ja beide unterwegs im Thema Motivation. Zwischenzeitlich ist Motivation ein anerkanntes Thema geworden. Der Wirtschaftsfaktor Motivation, das verstehen jetzt viele, viele Menschen, vor allen Dingen auch Manager. Mhm. Bis jetzt hat ja keiner zugegeben, dass er nicht motiviert ist. Ja, weil das ist ja. Ja, man gibt ja zu, man hat Burnout, man gibt zu, man hat so viel Stress und so. Ja. Aber jetzt ist das Thema, das Zeitalter der Motivation läuft. Ja? Und ich glaube, da sehe ich eine wahnsinnige Kombination. Und jetzt gehen wir mal wieder zum Arzt. Ich glaube, das ist eine gute Synergie, jetzt einfach so eine tolle Frau zu haben, aber die auch Menschen Mut machen kann. Oder Menschen auch irgendwo, wenn mal ein Disziplinunterbruch, wir haben ja alle, wir sind ja alle Hundebesitzer, wir haben alle einen inneren Schweinehund. Ja? Und wenn der stärker wird, ja, dann ist es schlecht für die Genesung. Ich glaube, da ergeben sich Synergien. Haben Sie das schon richtig mitgekriegt? Ja, ich hab das vorher ja schon angeschnitten, das Thema, dass das... Jeder, der letztendlich verunfallt ist und jeder, der rausgerissen wird aus seinem eigenen Umfeld und aus seinem Arbeitsprozess, hat das gleiche Problem wie jeder Leistungssportler. Er weiß zunächst einmal nicht, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Wie soll ich das alles schaffen? Und da ist die Motivation des Leistungssportlers nicht anders als wie die Motivation des Handwerkers, des Geschäftsmannes. Die haben alle das gleiche Motivationsproblem. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich gegenseitig aufzurichten, weil letztendlich in der Reha bist ja gleich, sind ja alle Menschen gleich. Egal, wo sie herkommen, sie haben das gleiche Problem. Sie machen es sich gegenseitig nach. Sie kriegen die Motivation aus der Gruppe oder von Vorbildern. Und insofern ist das etwas, was uns und unsere Tätigkeit und Vergangenheit verbindet. Sehr gut. Neben einigen anderen Dingen. Sehr gut. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Das war schon wieder diesmal aus der Skiklinik Christa Kinshofer hier in München. Und wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Bis dahin noch einen schönen Abend. Mhm.